Magst du diese alten T1-Busse? Nee. Du liebst sie. Und ich auch. Stell dir vor, du hättest einen. Jetzt stell dir vor, du könntest einen neuen, selbstfahrenden Bus mit allen möglichen Sonderfunktionen bekommen, der super futuristisch aussieht. Die Fahrzeugexperten sagen dir, dass in 10 Jahren jeder davon träumen wird, so ein Auto wie dieses zu fahren. Das mag ja alles sehr schön sein, aber es wäre doch unfassbar schwierig, deine alte Liebe aufzugeben. Der Brief an die Hebräer wurde an Gläubige geschrieben, die zwischen zwei Stühlen saßen. Sie hatten sich eigentlich für das Christentum entschieden, aber jetzt waren sie wieder ins Wanken geraten. Sollten wir nicht vielleicht einen Rückwärtsgang einlegen? Ist diese christliche Sache nicht etwas weit hergeholt? Das Judentum wurde von Gott befohlen. Wie kann es denn jetzt so falsch sein? Nun, Menschen wie die Epheser mussten sich von schlechten Dingen und einem bösen System trennen. Heidnische Götterverehrung und so weiter. Aber die Juden, die zum Christentum konvertierten, mussten ein gutes System verlassen. Eigentlich ein von Gott eingesetztes System. Und das war hart. Dafür wurden sie auch von ihrem eigenen Volk schwer verfolgt, weil sie sich zu diesem Verräter Jehoshua bekehrt hatten. Und wie gut, dass da ein christlicher Lehrer mit jüdischem Hintergrund und einer unglaublichen Kenntnis des Alten Testaments zur Feder greift und diesen Brief an die Hebräer schreibt. Kein anderes Buch in der Bibel konzentriert sich so sehr auf die Person und die Herrlichkeit Jesu Christi. Und deshalb nennen es auch einige Leute das fünfte Evangelium. Also, wer könnte dieser Autor sein? Ein christlicher Lehrer mit einem umfangreichen alttestamentlichen Hintergrundwissen. Wir werden es erst wohl im Himmel erfahren, weil er seinen Namen nicht preisgegeben hat. Aber dafür gibt es einen Grund. Also, dass er seinen Namen nicht angegeben hat. Der Schriftsteller will, dass eine andere Person in den Vordergrund tritt. Jesus Christus. Der Schreiber strukturiert seinen Brief mit einem lehrmäßigen und einem praktischen Teil. Aber bevor wir in die verschiedenen Kapitel eintauchen, vergleichen wir vielleicht zuerst mal diesen Brief mit den anderen Briefen. In Hebräer geht es eindeutig nicht um die Erlösung aus einem System wie Ägypten, wie wir es zum Beispiel in dem Römerbrief sehen. Es geht eigentlich mehr um Bekenner, die in die Welt zurückkehren wollen. Das heißt, sie sind nicht mehr in der Welt, sondern in der Wüste. Sie sind erlöst aus der Welt, aber noch nicht im Land des Segens, wie wir das in Kolosser oder Epheser sehen, wo wir in den himmlischen Örtern in Christus Jesus sind. Und da bleibt eigentlich dann nur noch die Mitte übrig, die Wüste. Hebräer ist im Prinzip das dritte Mose des Neuen Testaments. Es spricht mehr über das Heiligtum in der Wüste als jeder andere Brief. Warum? Wenn Menschen den Mut verlieren, müssen sie sich wieder auf das Ziel konzentrieren. Und so nimmt der Verfasser des Hebräerbriefs im übertragenen Sinne diese müden Gläubigen bei der Hand, die einen langen Weg vor sich haben und überlegen, sich in ihre Schneckenhäuser, sprich Ägypten, zurückzuziehen, und bringt sie in das Heiligtum. Mit den Füßen noch im Sand sehen sie diese erstaunliche Schönheit der herrlichen Stiftshütte. Und das gibt Kraft. Denn die Stiftshütte spricht von Jesus Christus. Und deshalb ist Hebräer reine Christologie. Es zeigt, wie viel besser der Herr Jesus ist als alles andere, was diese Menschen zuvor hatten. Außerdem ist die Wüste im Hebräerbrief ein Bild von der Erde und das Heiligtum ist ein Bild des Himmels selbst. Das heißt, ein geschlossenes Heiligtum auf der Erde kann nicht mit einem offenen Heiligtum im Himmel verglichen werden, das mit der Herrlichkeit von Christus Jesus erfüllt ist. Und so zeigt er in den Kapitel 1 bis 7 diesen jüdischen Christen, dass Jesus ein besserer Mittler ist als jeder andere Mittler, den sie vorher hatten. Warum? Im Alten Testament war der Mittler entweder himmlisch oder irdisch. Er war entweder geistlich oder materiell. Aber Jesus Christus ist beides. Er ist Gott, das sehen wir in Kapitel 1, und er ist Mensch, was in Kapitel 2 erklärt wird. Er kann dich völlig verstehen, weil er selbst ein Mensch ist. Und doch hat er die Kraft, dir zu helfen, weil er so viel besser geworden ist als die Engel. Er ist besser als Mose, denn Mose war ein Diener im Haus Gottes, während Jesus als Sohn über sein Haus ist. Er ist besser als Josua, denn Josua hat das ganze Land nie erobert, während Jesus Christus seinem Volk wirklich Ruhe geben wird. Und er ist besser als Aaron, denn Aaron war ein Sünder und zeitlich begrenzt, während Jesus sündlos und ewig ist. Okay, das reicht erstmal für heute. Alles, was du dir im Moment merken sollst, ist Folgendes. Jüdische Christen dachten daran, das Christentum ihre himmlische Hoffnung zu verlassen. Und der Autor des Hebräerbriefs sagt, nein, Brüder,
Jesus Christus im Himmel ist so viel besser als alles andere, sogar die guten Dinge, die ihr hier auf der Erde habt. Kopf hoch und weiter geht's. Gut, das war der Einstieg in diesen wunderbaren Brief. Aber wie ihr wisst, wollen wir uns und euch ans Bibellesen bringen. Und von daher gibt es jetzt auch eine Hilfe, nämlich Workbooks. Kleiner Trommelwirbel. Ja, da sind sie. Und die Problematik ist folgende. Die Videos sind kurz und knackig und einfach zu lesen. Und die Bibel ist recht komplex. Und manchmal weiß man gar nicht, wie und wo man anfangen soll. Und von daher haben wir jetzt einen Mittelweg geschaffen, nämlich diese Cheat Sheets. Ja? Wir nennen das Workbooks. Und du kannst die quasi nehmen und selbst anfangen, im Wort zu graben. Also einfach unten auf den Link klicken und sich so ein Workbook abgreifen und dann rein ins Wort. Ja? Vielen Dank an euch, die ihr das finanziert habt. Und also sowohl die Videos als auch die Workbooks. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, Hebräer 8-10. Freue mich drauf, bis dann.